So, guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen den SC Freiburg. Ich begrüße ganz herzlich die Gäste aus Freiburg, die Trainer Christian Streich und Lucien Favre und unsere Gäste in den VIP-Bereichen, die zugeschaltet sind wie immer. Herr Streich, bitte Ihr Statement zu diesem 0:1 heute. Ja, erstmal Glückwunsch an die Lucien und seine Mannschaft für den Sieg. Tja, wir wollten mutig sein, wir wollten hoch verteidigen, wir wollten nicht, dass die Offensive von Gladbach, insbesondere der Max, zwischen der Linie schwimmen kann, was sie normalerweise überragend machen, wenn sie dann Ruhe haben am Ball, finde ich sie immer eine Lösung. Es hat am Anfang nicht ganz gut geklappt, einmal spielt der Höhni auf Abseits, was er nie machen darf dort, wo Gott aufs Tor läuft. Am Anfang hat er mal Glück, zwei, dreimal die nächsten 70 Minuten hat die Mannschaft so viel richtig macht. Ich meine, man muss sehen, uns steht das Wasser bis zum Hals. Wir stehen ganz hinten und kommen hier gegen Gladbach. Die Dritter sind mit ihrer Qualität. Aber wir konnten leider kein Tor schießen und haben einen gravierenden Fehler gemacht, als der Immanuel ein bisschen irritiert war, weil er vor einer Gladbacher hochspringt und verliere das Spiel. Im Hinspiel auch schon, verschießen wir 11 Meter. Zwischen den zwei Spiele ein Punkt. Aber es ist so, dass ich mich sehr freue, dass die Jungs mit dieser Drucksituation so umgehen und so mutig spielen. Es macht mir Hoffnung. Ich habe nur Angst jetzt, dass wieder Verletzungen kommen wie Admir Mehmedi und so wie in der Vorrunde. Das wäre für uns eine Katastrophe, wenn jetzt das wieder eintritt. Wenn das nicht eintritt, dann glaube ich, haben wir eine realistische Chance am Ende, um das zu schaffen und nächstes Jahr wieder in Mönchengladbach zu spielen. Dankeschön. Vielen Dank, Christian Streich. Lucien, bitte, dein Kommentar. Ja, es ist immer sehr schwer, gegen Freiburg zu spielen. Ich bin da seit fast 4 Jahren und es war immer schwer. Wir haben vor einem Jahr 1-0 gewonnen hier und jetzt heute 1-0. Auswärts haben wir nie in Freiburg gewonnen. Wir haben vor 2 Jahren 1-1. Es war immer eng. Und das ist kein Zufall. Das ist eine gute Mannschaft. Sie sind sehr gut organisiert. Heute haben sie sehr hoch gespielt. Wir haben ein paar Chancen gehabt, klare Torchancen, das haben wir nicht gemacht. 2-3 Mal, wir konnten das besser machen. Und peu à peu haben wir ein wenig aufhören zu spielen, Angst gehabt zu spielen. Und es war 1-0 und wir denken, wir müssen die 2-0 oder wir müssen gut verteidigen und so. Und es war schwer. Plötzlich, es war schwer, weil die anderen haben das Spiel gemacht. Sie haben das sehr gut gemacht mit Franz als Spielmacher. Und sie sind immer in Überzahl gekommen und da haben wir Mühe gehabt zu spielen. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit gut verteidigt. Sie haben eine klare Torchance. Wie gesagt, insgesamt die klare Torchance, ich denke, sind nicht viel, aber 4-3, so circa. Und es ist nicht unverdient. Es war schwer, aber wie jedes Spiel für uns, seit ich da bin. Danke, Lucien. Gibt es Fragen an die Trainer? Bitte ich um Handzeichen, damit wir mit den Mikros zu Ihnen kommen können. Christian Hornung von der Bild-Zeitung fängt an. Herr Favre, Sie haben zum ersten Mal in der kompletten Saison nicht rotiert, sondern genau die gleiche Startelf aufgeboten. Liegt das irgendwie an der Winterpausenvorbereitung, die ja sehr intensiv war, dass die Jungs jetzt alle noch Kraft haben für die Spiele in kurzer Zeit? Oder was hat da den Ausschlag für gegeben? Ja, die Spieler, denke ich, sind nicht müde nach einem Spiel. Deshalb habe ich mich entschieden, weiter mit dieser Mannschaft zu spielen. Aber das war nur ein Spiel in Stuttgart und deshalb konnten wir so weiter. Weitere Fragen? Keine mehr? Dann danke ich fürs Kommen, wünsche noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.